Hallo und herzlich willkommen zurück im Klemmbausteinzimmer. Ich bin der Markus, mitten aus dem Ruhrpott. Und heute unterhalten wir uns über das, das und das. Und zwar habe ich hier ein Pfannholz-Set. Das habe ich mir gebraucht gekauft. Das ist das Pfannholz-Set F9009 mit 986 Teilen, 8 Jahre plus. Das Haus auf Wetz, ich spreche es bestimmt falsch aus. Wetz, jo. Einmal von hinten, mit Beleuchtung, ohne Beleuchtung. Panol, Panol. Und ansonsten nichts Berauschendes. Mit dabei waren das alle Klemmbausteine, das Lichtset. Die Pinzette war nicht dabei, aber die habe ich noch, ist kein Problem. Ein Anleitungsheftchen geklebt mit insgesamt 240 Bauschritten. Seitenzahl steht nicht dabei, Teilezahl ist auch nicht dabei. Wir haben hier vorne so den kleinen Titel. Ja, das Ganze ist in Englisch gehalten. Dann sieht man noch eine Inspiration. So. Sieht auch ganz hübsch aus. Dann wird erklärt, wie die Lampen angeschlossen werden, wie die Lampen verlegt werden sollen, wie die Batteriebox geht, was alles dabei ist. Dann wird der Teiltrenner erläutert. Da habe ich auch meinen benutzt. Und dann sind hier die Tüten erklärt, wo welche Teile drin sind. Und dann geht das Ganze los. Ja, und am Ende haben wir auf der letzten Seite nochmal die Fantasie kann, oder sagen wir so, dieses Haus gehört zu dem Bereich Fantasie. Die haben noch die Bereiche Steampunk, World, Retrohaus und Architektur. Zu dem Zeitpunkt. Es gibt ja heute schon viel mehr. Aber finde ich ganz nett, dass es mal so reingeschrieben haben, ja? Und auch in welchen Bereichen. So. Mit dabei sind zwei Klemmbausteinfiguren, wo ich mir denke, die haben absolut kein Problem mit Lego und vor allem, wie alle immer so sagen, guck mal, die können die Arme zusammentun. Jawohl. Ja. Wir haben Vorderseitenprint, Rückseitenprint, so ein bisschen bayerisch adrett oder sowas würde ich jetzt fast sagen. So sieht das von vorne aus. Ja. Ihr seht hier in meinem Raum ist es ein bisschen dunkler, das habe ich mit Absicht gemacht, wegen der Beleuchtung. So von hinten die eine Figur, die Frau. Der Mann, auch ganz hübsch gemacht. Ja. So, diese Figuren können aufgenommen werden, aber sie können nicht sitzen, obwohl sie einen Spagat können. Kann auch nicht jeder, ne? Gut. Seltsamerweise, ich habe alles nochmal kontrolliert. Ich habe meines Erachtens nichts vergessen, aber ich habe ein paar Teile über und das sind nicht nur Kleinteile. Aber meines Erachtens ist alles drin. So, dann kommen wir erstmal zu dem Set. Ja, hübsch. Stromkabel erstmal ohne Strom. Oh, so, okay, alles drauf. So von vorne. Gehe ich mal die Seiten rum. Eine Seite. Da sieht man so einen angedeuteten Schneemann zum Beispiel auch. Zweite Seite. Da sind die Kabelanschlüsse und hier unten, das erkläre ich sofort.
Und die letzte Seite. Ja? So, und wenn ich jetzt hier, ich mache das einmal jetzt so ohne Licht, hier jetzt dran kurbel, dann achtet mal da drauf, da drauf und da drauf. Ja? Das sieht doch nochmal nicht schlecht aus, ne? So, jetzt sind wir ja hier, würde sagen, das ist ein beleuchtetes Set. Mache ich das Licht auch nochmal aus. Jo, mach das an. Und dann sieht man, dass hier Licht ist, dass hier oben Licht ist, hier Licht ist, da drin Licht ist. Und an der Seite, das seht ihr jetzt gleich, weil auch kurbeln. Ja, dann sieht man, dass das Dach leuchtet. Zurück ist möglich. Und immer bewegen sich diese zwei Elemente gleichzeitig auch noch mit. Beide Dächer sind, also beide Dachseiten sind beleuchtet. Innen drin ist beleuchtet. Mir gefällt's. Ja. So. Jetzt haben wir nur noch den Kerzenschein hier. Schön, wie das Dach leuchtet. Versuch's mal. Mal gucken, ob es hinkriegt. Also, optimal zur Weihnachtszeit. Super tolles Set. Es hat sehr viel Spaß gemacht zu bauen, auch wenn halt manche Bauschritte relativ einfach gehalten worden sind. Aber das ist auch, glaube ich, für den Umstieg auf Pano mal gedacht von anderen Herstellern, damit ihr auch klarkommt. Ich messe das Ganze mal aus. Wir haben eine Breite von ungefähr 18 cm. Eine Tiefe mit Kurbel auch ungefähr von 18 cm. Das ist nicht ganz quadratisch. Und eine Höhe von 25, 25,5 cm. Ich habe ein Set mit Funktionen. Sei es diese beiden Elemente, sei es das gesamte Haus, was sich dreht. Und ich habe Beleuchtung. Und ich habe Beleuchtung, die über Schleifkontakte gemacht worden sind. Und ich sag mal, ich weiß den Preis jetzt aktuell nicht dafür das Set, aber tu den Preis mal jetzt hier unten ein. Blenden und ich sag mal, ich gehe davon aus, dass er nicht zu hoch ist. Für 986 Teile und das hat von mir eine klare Kaufempfehlung. Und ja, dieses Set war schon einmal zerlegt, das heißt, ich bin der Zweite, der es gebaut hat und ich habe überhaupt keine Schwierigkeiten gehabt mit den Teilen. Die Teile sind alle wunderbar, klappen wunderbar. Es war alles dabei, ich habe sogar mehr als genug. Ja, schreibt mir gerne in den Kommentaren, wie euch dieses Haus gefällt. So. Also rum ist vorne. So, ne? Ja. Bestellt euch einen lieben Gruß aus dem Ruhrpott. Bitte bleibt gesund. Heute grüße ich mal den Nordpol. Ich bin der Markus und ich wünsche euch Glück auf, wo ihr mal seid. Bis zum nächsten Mal. Ciao.